Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 2, 18, 19, 99, 56, 67. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten. Impfen, Testen, Nachverfolgen, Hessens Weg aus der Corona-Pandemie. Redezeit der Fraktionen sind 30 Minuten, vereinbarte Rednerreihenfolge. Es beginnt Herr Ministerpräsident, dann kommen die Sozialdemokraten, dann BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dann die AfD, Freie Demokraten, die Linke, CDU und fraktionslos. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundespräsident Steinmeier hat den 18. April zum Gedenktag für die Verstorbenen der Corona-Pandemie bestimmt. Über 80.000 Menschen und auch bei uns in Hessen über 6.000 Menschen sind infolge dieser Pandemie gestorben. In ganz Deutschland und aber auch bei uns hier in Hessen haben wir gemeinsam innegehalten, ein Zeichen des Erinnerns an die Opfer gesetzt und vor allen Dingen den Angehörigen unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme bekundet. Das war richtig und das war gut. Am meisten, meine Damen und Herren, hat mich bei der zentralen Trauerfeier die Schilderungen der Hinterbliebenen beeindruckt und auch bewegt. Ihre Trauer, ihr Schmerz und ihre Schilderungen, z.B., dass sie sich häufig von ihren Lieben überhaupt nicht oder nur im kleinsten Kreise verabschieden konnten, war mehr als beeindruckend. Durch diese Schilderungen wurden die Enttäuschungen, das Leid und der Schmerz ganz konkret. Im Gegensatz dazu hat die öffentliche Wahrnehmung vielfach dazu geführt, dass die Toten der Corona-Pandemie nur noch zu abstrakten Zahlen und zur Statistik geworden ist. Aber genau das dürfen wir nicht zulassen. Es kann nicht darum gehen, die Toten zu zählen. Meine Damen und Herren, es muss darum gehen, dass wir alles tun, um weitere Opfer dieser Pandemie zu vermeiden. Unsere bisherigen Maßnahmen haben gewirkt. Die vielfach vorhergesagte Explosion der Infektionszahlen ist glücklicherweise nicht eingetreten. Aber die Zahlen steigen weiter. Nach wie vor sind sie viel zu hoch. Auch die Lage in unseren Kliniken und die nahezu täglichen Aufrufe der Intensivmediziner, eine weitere Belastung des Gesundheitswesens nicht zuzulassen, zwingen zum Handeln. Ein solcher Zwang zum Handeln wird bis auf wenige berühmten Corona-Leugner allgemein auch bejaht. Über die Frage, wie konkret nun gehandelt werden soll, gehen die Meinungen jedoch deutlich auseinander. Wir haben in den letzten Wochen eine breite Debatte um die Notwendigkeit einer sogenannten Bundesnotbremse geführt. Der Sinn sollte eine bundeseinheitliche Regelung sein, die Vermeidung des berühmten Flickenteppichs und vor allen Dingen eine drastische Reduzierung der Kontakte und Unterbindung des Infektionsgeschehens. Die einzelnen Bestimmungen haben nun dieses Gesetzes haben schon vor und während der Beratung teilweise heftige Kritik erfahren. Renommierte Rechtswissenschaftler, der Deutsche Landkreistag, die Handelsverbände oder auch die Sportorganisationen haben heftige Kritik geübt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn es fehlt in unserem Land an einer breiten Überzeugung über die geeigneten Mittel und deren Wirkung. Regelmäßig passiert auch immer das Gleiche. Den einen sind die Regelungen zu viel und zu hart, den anderen sind die Regelungen zu weich und zu wenig. Immer das Gleiche. Es gibt praktisch keine einzige Maßnahme, die unstrittig ist, ob sie denn überhaupt wirkt und wenn, in welchem Umfang. Für jede Position wird auf einen Wissenschaftler oder Experten verwiesen. Denken Sie zum Beispiel mal an das Thema der Ausgangssperre. Von bekannten Virologen wird vorgetragen, Ausgangssperre nachts viel zu wenig. Ganztagsausgangssperre wird gefordert. Andere, insbesondere Aerosolexperten, weisen darauf hin, dass ganz im Gegenteil der Aufenthalt im Freien epidemiologisch völlig unbedenklich sei. Dieser bunte Expertenstreit macht eine Entscheidung für die Politik nicht leichter, aber vor allen Dingen ist es erschwert die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung für die jeweiligen Maßnahmen. Genau dieses widersprüchliche Bild hat sich ja auch bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag gezeigt. CDU, CSU und SPD dafür, FDP, AfD und LINKE dagegen und GRÜNE enthalten.
Diese Problematik hat uns natürlich auch in den Beratungen des Bundesrats beschäftigt. Ich möchte im Folgenden kurz, weil wir ja auch aus diesem Hause dazu Aufforderungen bekommen haben, Gelegenheit nehmen, unsere Überlegungen darzustellen und insbesondere auch unsere Abstimmungsentscheidung zu erläutern. Zunächst zu den rechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Ja, es ist richtig, wir befinden uns in der größten Krise seit 100 Jahren, mit Ausnahme der Kriegszeit. Und das macht besondere Maßnahmen erforderlich und auch aus meiner Sicht gerechtfertigt. Andererseits ist aber auch richtig, noch nie haben wir in unserem Land so tiefgreifend in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. Allein das macht ja schon notwendig, dass man sorgfältig abwägt, was ist erforderlich. Zügiges Handeln und sorgfältige Abwägung der Grundrechte ist aus meiner Sicht kein Widerspruch. Der Gießener Verfassungsrechtler Prof. Franz Reimer hat das in seiner öffentlichen Stellungnahme gut auf den Punkt gebracht. Die jetzige Konstruktion des Gesetzes schließt praktisch jegliche Abwägung zwischen den einzelnen Grundrechten aus. Das ist ein faktisches Abwägungsverbot. Und ich bin sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht diesen Sachverhalt beurteilen wird. Nach meiner Überzeugung ist uns das hier in Hessen mit der bislang gültigen Regelung besser gelungen. Nach unserem Eskalationskonzept ist eine Ausgangssperre ausdrücklich möglich, aber eben als Ultima Ratio. Wenn die anderen Maßnahmen nicht den notwendigen Erfolg erbringen, dann konnte man in Hessen eine solche Maßnahme verhängen. Und ich bin sicher, dass eine solche Konstruktion besser in der Lage ist, die Grundrechte zu wahren. Aufgrund der vom Deutschen Bundestag gewählten Vorgehensweise war es für die Länder nicht möglich, hier in die Beratungen im Einzelnen einzugreifen. Das gilt für Rechtsfragen, das gilt für praktische Fragen, für Abgrenzungen oder auch für Plausibilitäten. Ich bleibe ausdrücklich dabei, bedauere, dass der Deutsche Bundestag nicht die Gelegenheit genutzt hat, die Erfahrungen von über einem Jahr der Länder und Kommunen, die ja vor Ort das alles umsetzen müssen, in seinen Beratungsprozess mit einzubeziehen. Ich glaube, das hätte das Gesetz besser gemacht. Und zum Beispiel hätte ich mir, um einen Bereich mal zu nehmen, eine praktikable Regelung zum Beispiel zum Vereinssport gewünscht. Nicht nur, aber gerade auch im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Im Bundesrat gibt es dann, ja, das ist so. Und nun muss man eben wissen, im Bundesrat gibt es in einem solchen Gesetzgebungsverfahren keine Möglichkeit mehr, durch Einzelanträge an diesem Gesetz etwas zu ändern. Es gibt nur die Möglichkeit, entweder das ganze Gesetz anzuhalten und den Vermittlungsausschuss einzuberufen oder es eben passieren zu lassen. Hätten die Länder den Vermittlungsausschuss angerufen, bei aller Beschleunigung, durch erneute Beteiligung des Bundestags oder Beschlussfassung plus Bundesrat plus Vermittlungsergebnis, hätte das einige Zeit gebraucht. Unter Abwägung all dieser Umstände haben wir als Hessen, wie übrigens alle anderen Länder auch, uns dazu entschieden, nicht den Vermittlungsausschuss anzurufen, weil wir nämlich wollten, dass die Maßnahmen möglichst rasch wirken, meine Damen und Herren. Das ist am Ende eine Abwägung, ist auch kein Widerspruch, als Gesetzgebungsorgan sorgfältig zu beraten, auch auf Probleme hinzuweisen. Und trotzdem in der Abwägung dafür zu stimmen, dass die gesetzlichen Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen in dieser Pandemie möglichst rasch wirken, das ist kein Widerspruch, sondern das ist verantwortliches Handeln, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das neue Bundesgesetz ist praktisch mit einer Frist von einem Tag nach seiner Beratung am Samstag in Kraft getreten. Das wirkt unmittelbar in vielen Bereichen. Es bedarf keiner weiteren landesrechtlichen Regelung. Es bedarf auch keiner Allgemeinverfügung der Kreise. Es ist unmittelbar gültiges Recht. Das Gesetz geht grundsätzlich davon aus, dass bis zu einer Inzidenz von 100 die Länder entscheiden, über 100 dann die Bundesregelungen unmittelbar wirken und natürlich auch verbindlich durchzusetzen. Bestimmte Bereiche, z.B. des Handels, bis zu einer Inzidenz von 150, oder hinsichtlich der Schulen und Kitas bis zu einer Inzidenz von 165 können zumindest teilweise selbst durch die Länder gestaltet werden. Über die Sinnhaftigkeit dieser Zahlen ist viel gestritten worden. Aber das hilft uns heute nicht weiter. Es ist geltendes Gesetz.
Und dabei ist auch darauf zu achten, dass für die Frage, welche Zahlen nun gelten, Sie kennen die Diskussion Gesundheitsamt hier, RKI dort, ab jetzt oder ab Gültigkeit dieses Gesetzes ausschließlich die Zahlen des Robert-Koch-Instituts als Grundlage dienen. Um keine Unklarheiten über die Umstände aufkommen zu lassen, welche Zahlen für welchen Kreis und für welche Stadt eigentlich gelten, hat das Kabinett auch entschieden, dass das Sozialministerium täglich verbindlich für alle diese Grenzwerte bekannt gibt. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, der Gesetzgeber hat sich bewusst entschieden, als Bezugspunkt für diese Inzidenzberechnung die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte zugrunde zu legen. Eine solche Regelung muss dazu führen, dass es zwangsläufig zu unterschiedlichen Regelungen je nach Inzidenzzahlen, nach Branchen oder Zeitablauf kommt. Es führt z.B. in einem Ballungsraum wie dem Rhein-Main-Gebiet dazu, dass, wenn man die heutigen Zahlen mal nimmt, in Frankfurt und Offenbach man die Geschäfte mit Testung und Anmeldung nicht öffnen kann. Im anliegenden Main-Taunus-Kreis oder im Wetterau-Kreis oder in Darmstadt kann man das tun. Gleiches gilt im Bereich der Schulen, Inzidenz 165. Bei den einen ist es möglich, Wechselunterricht zu machen, bei den anderen ist es nicht mehr möglich. Das muss notwendigerweise zu unterschiedlichen Sachverhalten führen. Die Bundesregelungen lassen den Ländern relativ wenig Spielraum. In einigen wenigen, aber durchaus bedeutsamen Bereichen besteht ein solcher Spielraum, und das Kabinett hat ihn in seiner Sitzung am Freitag ausdrücklich auch genutzt. Wir haben zunächst einmal beschlossen, dass wir für die Bereiche, in denen die Inzidenz unter 100 ist, es bei den bisherigen in Hessen geltenden Regeln bleiben soll. Das haben wir insbesondere deshalb getan, weil wir jetzt zu all diesen Veränderungen nicht noch weitere Veränderungen hinzufügen wollten. Das hätte die Bevölkerung eher verwirrt, als dass es geholfen hätte. Zum Zweiten sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, bei einer Inzidenz bis 150 unter bestimmten Voraussetzungen, also Voranmeldungen und Tests, in die Geschäfte zu gehen. Das berühmte Click and Meet. Ab 150 bleibt es bei Click and Collect, also nur abholen. Wir haben uns bewusst für diese Entscheidung für Click and Meet festgelegt, weil wir zum einen aus den Feststellungen des Robert-Koch-Instituts wissen, dass die Infektionsgefahr im Handel sehr gering ist, und wir zum anderen mit dieser Entscheidung auch einen Beitrag zur Hilfe für den Handel leisten wollen. Auch in einem dritten Bereich haben wir die Gestaltungsmöglichkeit genutzt. Bis zu einer Inzidenz von 165 besteht die Möglichkeit, ab Klasse 7 aufwärts Wechselunterricht anzubieten. Das Kabinett hat ausdrücklich entschieden, diese Möglichkeit zu nutzen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass gerade diese Schülerinnen und Schüler nach fast 5 Monaten die Chance haben sollen, wenn auch eingeschränkt, ihre Schule wieder einmal von innen zu sehen und Präsenzunterricht zu erhalten. Dies ist uns besonders wichtig, meine Damen und Herren. In diesem Zusammenhang bedauere ich ausdrücklich, dass das Bundesgesetz uns keine Möglichkeit gibt, den bewährten und von allen ja auch gewünschten Präsenzunterricht wie bisher für die Abschlussklassen fortzuführen. Wenn die Inzidenz die 165 überschreitet, können wir die Abschlussklassen weiterführen, aber eben dann nur noch im Wechselunterricht. Das bedeutet, dass wir auch dort jetzt eine Veränderung vornehmen müssen. Das Gesetz gilt ja seit Samstag, und ich habe bereits im Bundesrat darauf hingewiesen, dass man Schule nicht von einem zum anderen Tag komplett umstellen kann. Die Lehrerinnen, die Lehrer, die Schülerinnen, die Schüler, auch die Eltern brauchen ein Mindestmaß an Zeit, um sich auf diese veränderten Verhältnisse einzustellen. Genau dies habe ich auch in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Freitag deutlich gemacht. Das Bundesgesetz hat auch festgelegt, dass ab einer Inzidenz von 165 die Schulen zu schließen sind und eine Notbetreuung einzurichten ist. Auch eine solche Notbetreuung ist über Nacht nicht einzurichten, sondern es braucht einige Tage, bis das komplett umgesetzt ist. Das bedeutet, anders als z.B. in Frankfurt interpretiert, dass Hessen selbstverständlich das Bundesgesetz anwendet, aber Unmögliches nicht verlangt werden kann. Trotzdem bleibt es dabei, Schulen und Schulträger sind gehalten, die neue Gesetzeslage
so bald als möglich herzustellen. Gleiches gilt für die Kitas. Kitas von heute auf morgen zu schließen, ist einfach. Eine funktionierende Notbetreuung aufzubauen, braucht eben ein paar Tage. Wir haben bereits am vergangenen Freitag mit den Kommunalen Spitzenverbänden diese Fragen und eine Fülle anderer Fragen miteinander beraten und in der bewährten Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen dabei eine große Übereinstimmung festgestellt. Meine Damen und Herren, als Fazit bleibt, das neue Bundesgesetz war heftig umstritten. Es ist in Kraft, und Hessen wird es natürlich anwenden. Und wir sind alle aufgerufen, die Maßnahmen dieses Gesetzes auch zu einem Erfolg zu machen, damit wir unserem Ziel immer näher kommen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das Impfen ist der Schlüssel zur Überwindung dieser Pandemie. Bis zum gestrigen Tage sind in Hessen über 1,8 Millionen Schutzimpfungen durchgeführt worden. Rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben bereits ihre erste Impfung und rund 470.000 ihre zweite Impfung. Die Impfstoffproduktion nimmt zu, deutlich. Und wir rechnen so zum Beispiel im Mai für Hessen mit Lieferungen von 346.000 Impfdosen pro Woche. Also es nimmt deutlich zu und ist doch völlig klar, diese anwachsenden Impfstoffmengen müssen so schnell wie möglich zu den Menschen gebracht werden. Wir haben dazu eine Reihe von Beschlüssen getroffen, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Die registrierten Impfberechtigten der Priorisierungsgruppe 1 und 2, also die 80+ und dann 70+, haben inzwischen alle ein Impfangebot erhalten und werden nach unserer Einschätzung auch bis Ende Mai geimpft sein. Aufgrund unterschiedlicher Altersstrukturen in Hessen gibt es je nach Region auch zunehmend größere Unterschiede im Hinblick auf die Impfvorberechtigten und auch auf den Impffortschritt. So kommen in einzelnen Impfzentren schon jetzt kaum noch Bürgerinnen und Bürger über 60 für eine Impfung von AstraZeneca in Frage. Das hat dazu geführt für uns, dass wir bereits vor anderthalb Wochen die Registrierung von Impfungen mit diesem Wirkstoff für alle mindestens 60+ freigegeben haben. Davon haben mittlerweile über 116.000 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch gemacht und über 15.000 sind auch aus dieser Altersgruppe bereits geimpft. Mit einem weiteren Beschluss vom vergangenen Freitag haben wir nun auch alle Angehörigen der Prioritätsgruppe 3 geöffnet, sowohl zum Registrieren wie aber auch zum Impfen. Das sind rund 1,5 Millionen Menschen. Bei diesen handelt es sich zunächst neben den erwähnten 60- bis 69-Jährigen zum einen um Menschen mit einem erhöhten Risiko und schweren Krankheitsverlauf, zum anderen aber etwa um die Mitglieder von Verfassungsorganen, der Polizei, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, Angehörige der Justiz, der Rechtspflege, Angestellte im Lebensmitteleinzelhandel oder auch Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe. Meine Damen und Herren, ich verstehe es sehr gut, dass möglichst alle so schnell wie möglich geimpft werden wollen. Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion, insbesondere bei der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz, darf ich aber mal darauf hinweisen, es hat nie und zu keiner Zeit an der fehlenden Wertschätzung gerade dieser Personen gemangelt, sondern schlicht an den rechtlichen Voraussetzungen, aber vor allen Dingen an genügend Impfstoff. Das kann man bei dieser Geschichte nicht draußen vorlassen, aber entscheidend ist doch, ab jetzt können die Angehörigen gerade dieser Bereiche auch geimpft werden. Und das ist der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Um möglichst viele Bürger impfen zu können, haben wir auch beschlossen, dass alle Impfwilligen unter 65 ohne jede Priorisierung ab sofort mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden können. Das ergibt gerade für jüngere Menschen die Möglichkeit, dass sie jetzt nicht mehr warten müssen. Und da die Bundesregierung diesen Impfstoff vorwiegend den Hausärzten zur Verfügung stellt, gehe ich davon aus, dass gerade dort die Möglichkeit der Impfung ohne Prioritäten besonders angenommen wird. Wir bereiten derzeit auch die Einbeziehung der Betriebsärzte vor, die nach den Planungen des Bundes ab 1. Juni möglich sein soll. Auch dies wird im Zuge der anwachsenden Impfstofflieferungen das Impfen deutlich beschleunigen. Bei den hessischen Betrieben herrscht eine hohe Mitwirkungsbereitschaft. So haben wir bereits von über 70 Unternehmen mit betriebsärztlichen Diensten mit geschätzt 360.000 Impfwilligen ein großes Interesse, und die haben sich auch schon gemeldet.
Wir werden ab dem 3. Mai ein Pilotverfahren für das Impfen mit den Betriebsärzten zeitgleich in 4 großen hessischen Pharmaunternehmen starten. Das ist zum einen die Merck KG in Darmstadt, Sanofi Aventus in Frankfurt, B. Braun in Melsungen sowie das Marburger Pharmaserve-Unternehmen. Wir wollen hier zunächst Erfahrungen gewinnen, bevor wir dann auf alle Betriebsärzte zugehen können. Auch die Privatärzte wollen wir so bald wie möglich einbeziehen. Das geht aber erst dann, wenn die Bundesregierung die entsprechenden Grundlagen dafür schafft. Und dann, meine Damen und Herren, auch das will ich erwähnen. Der Anteil von Erstgeimpften in Hessen von 22% ist im Vergleich der Bundesländer derzeit weniger befriedigend. Wir schauen auf die Impfolympiade. Das ärgert auch uns, hat aber viele Gründe. Unter anderem zum Beispiel den, dass andere Länder pro Kopf der Bevölkerung aus unterschiedlichsten Gründen mehr Impfstoffe erhalten als wir hier in Hessen. Das wollen wir ändern. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir bei den Zweitimpfungen deutlich über dem Bundesdurchschnitt auf Platz 6 liegen. Also man muss immer beides betrachten, meine Damen und Herren. Mit einem Bündel von Maßnahmen, insbesondere der Auflösung von Impfstoffrücklagen des Landes, aber auch in den Impfzentren, die sehr unterschiedliche Impfquoten haben, und der Verlängerung der zeitlichen Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung, werden wir sehr bald auch bei den Erstimpfungen, davon bin ich überzeugt, deutlich nach vorne kommen. Meine Damen und Herren, ich will einen Umstand auch ansprechen. Wir erleben immer mehr, dass festgebuchte Impftermine nicht wahrgenommen werden. Das ist schlecht. Noch schlechter ist, wenn diejenigen, die einen Impftermin haben und aus welchen Gründen auch immer ihn nicht wahrnehmen wollen, dies nicht vorher mitteilen. Das führt zu unnötigen Lücken. Und ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie sich entscheiden, einen gebuchten Termin nicht wahrzunehmen, dann melden Sie sich vorher ab. Das hilft all denen, die warten auf diese Impfung und vermeidet insbesondere Verzögerungen. Wir haben aus diesem Grund auch entschieden, sogenannte Überbuchungen vorzunehmen, aus den Erfahrungen, dass man in etwa weiß, wie viel dann noch zusätzlich geimpft werden können. Und ich kann zusichern, jeder, der kommt, der wird auch geimpft. Meine Damen und Herren, auf einen Umstand möchte ich besonders eingehen, weil ich ihn für sehr erfreulich halte. Bei unserem Ziel, die besonders schutzwürdigen Personen vor einer Infektion zu bewahren und ihnen aber gleichzeitig auch wieder mehr Kontakte zu ermöglichen, haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Seit Anfang April haben wir entschieden, sämtlichen Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen in Hessen wieder mehr Kontaktmöglichkeiten zu gestatten bzw. es ihnen zu ermöglichen. Das konnten wir, weil all diejenigen ein Impfangebot erhalten haben und auch alle geimpft wurden. Jeder, der wollte, ist geimpft in diesem Bereich. Die Entwicklung der Zahl der Infektionen ist auf niedrigem Niveau stabil. Und das gibt eben die Möglichkeit, wieder mehr Besuche zuzulassen. Und so können sich Angehörige wieder öfter sehen, und wir tragen einem besonders wichtigen Anliegen Rechnung. Und es ist mir ein Anliegen, meine Damen und Herren, so etwas kann nicht durch Beschluss gelingen. Das gelingt durch engagierte Arbeit der mobilen Teams in den Impfzentren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den alten Pflegeeinrichtungen. Und dafür sage ich denen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Gerade in Zeiten, in denen viele Regelungen wieder verschärft werden, ist das ein Umstand, über den wir uns alle gemeinsam sehr freuen dürfen. Gestern fand nun eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung statt. Die Fragen einer Aufhebung der Prioritätenlisten beim Impfen und Überlegungen, wie mit Doppelgeimpften im Hinblick auf die Einschränkung ihrer Grundrechte umzugehen, standen im Mittelpunkt der Beratung. Eine Aufhebung der Prioritätengruppen vor Juni fand hierbei keine allgemeine Zustimmung. Diese Priorisierung soll aber spätestens im Juni aufgehoben werden. Hinsichtlich des Umgangs mit Doppelgeimpften ist die Debatte noch voll im Fluss und die Beratungen werden fortgeführt. Insbesondere die notwendige Abwägung zwischen Gewährung der Grundrechte für die Doppelgeimpften und praktische wie natürlich auch politische Umsetzungsprobleme spielen eine große Rolle. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass das Robert-Koch-Institut seit Kurzem ausdrücklich empfiehlt, vollständig geimpfte Personen 14 Tage nach der abschließenden Impfung mit negativ getesteten Personen gleichzustellen.
In Hessen haben wir bereits reagiert und unsere Verordnung entsprechend geändert. In allen Bereichen, in denen bisher Tests erforderlich waren, werden vollständig Geimpfte diesen getesteten Personen gleichgestellt. Es braucht dann keinen Test mehr. Das heißt z.B. beim Friseur oder beim Einkaufen oder bei den Quarantäneregeln. Das haben wir schon in der vergangenen Woche gemacht. Übrigens, Bayern wird heute nachgezogen. Wir müssen uns gelegentlich das auch mal erwähnen, damit man sieht, wie zügig wir arbeiten. Meine Damen und Herren, wir sind uns alle einig, dass die Pandemie und ihre Folgen gerade für den Bildungserfolg unserer Kinder und Jugendlichen von allergrößter Bedeutung ist. Schulschließungen sind deshalb höchst problematisch, und es muss alles getan werden, um so viel Präsenzunterricht wie möglich zu erlauben. In der Abwägung verschiedenster Gesichtspunkte kommt dabei dem regelmäßigen Testen von Lehrern und Schülern größte Bedeutung zu. Nach den sehr ermutigenden Erfahrungen der Pilotphase vor Ostern haben wir uns deshalb entschieden, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht und auch an der Notbetreuung nur noch für diejenigen möglich ist, die ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden ist. Wir haben als Land hierzu die entsprechenden Selbsttests in ausreichender Zahl den Schulen zur Verfügung gestellt. Mir ist durchaus klar, und ich verstehe auch manche Bedenken und Sorgen hinsichtlich dieser Testpflicht. Natürlich würden wir gerne den Schulen die Organisation dieser Testungen ersparen. Und wir würden auch gerne bei den Tests auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzen. Genau davon haben uns aber alle Epidemiologen klar abgeraten. Die Fachleute warnen uns deshalb vor einer Testung zu Hause, weil sie mitteilen, dass dann die Dunkelziffer als zu hoch einzuschätzen ist. Wir haben uns deshalb gegen diese Testung zu Hause entschieden. Und ganz nebenbei, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns mit dieser Entscheidung auch im Gleichklang mit den allermeisten anderen Bundesländern. Die Erfahrungen aus den Schulen, die wir vor Ostern in der Pilotphase gemacht haben, haben überdies gezeigt, dass das Ganze auch gut funktioniert. Meine Damen und Herren, was für die Infektionsvermeidung an den Schulen durch regelmäßiges Testen gilt, gilt in gleicher Weise auch am Arbeitsplatz. Die Hessische Landesregierung ist hier bereits vor Wochen mit gutem Beispiel vorangegangen, und wir ermöglichen allen unseren Beschäftigten 2 Tests pro Woche. Ein wichtiger Teil unserer Teststrategie ist auch der Umstand, dass wir den Kommunen als Träger der Kita-Versorgung für alle Erzieherinnen und Erzieher die Tests für regelmäßig zweimalige Testungen in der Woche zur Verfügung stellen. Und in diesem Zusammenhang erlauben Sie mir auch einen kurzen Blick auf den dringlichen Antrag der SPD-Fraktion, der heute angebracht wurde oder eingebracht wurde. Es geht aber unter anderem um die Frage, ob es geboten ist, auch für Kita-Kinder eine Testpflicht anzuordnen. Die Meinungen gehen hierbei wie so oft in der Fachwelt, aber auch in der Politik auseinander. Zunächst einmal möchte ich ausdrücklich feststellen, dass die Kommunen für die Kitas zuständig sind und es ihnen völlig unbenommen ist, in ihrem Bereich eine solche Testung auch bei Kita-Kindern vorzunehmen. In der erwähnten Konferenz vom letzten Freitag der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden haben wir auch diesen Punkt ausführlich erörtert. Die Repräsentanten waren sehr zurückhaltend und haben uns jedenfalls von der Anordnung einer Testpflicht durch das Land dringend abgeraten. Und dem schließt sich die Landesregierung ausdrücklich an. Das hat viele Gründe. Zum einen liegen bislang keine überzeugenden wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu vor, und zum anderen ergeben sich eine Vielfalt praktischer Probleme. Meine Damen und Herren, es fällt mir echt schwer, mir vorzustellen, wie das gelingen soll, die Kinder in den Krabbelgruppen vernünftig zu testen. Es liegt doch auf der Hand, dass Kinder, die bald in die Schule kommen, das besser hinbekommen als Ein- oder Zweijährige. In diesem Zusammenhang wird viel behauptet, was man alles machen könnte. Das hält aber einer näheren Prüfung selten stand. So wird von Lolli-Tests oder Spucktests gesprochen. Meine Damen und Herren, davon einmal abgesehen, dass deren Ergebnisse höchst ungenau sind, verlangt zum Beispiel ein aussagekräftiger Spucktest, dass die Kinder 2 Stunden vor dem Test weder etwas essen noch etwas trinken. Glauben Sie im Ernst, dass das bei Kindergartenkindern gelingen kann? Das steht doch völlig in den Sternen. Also,
Es bleibt aber dabei. Es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Die Kommunen können selbst entscheiden. Und wir haben ein großes Interesse als Land, dass dort, wo dies gelingen mag, wir zu noch besserem Schutz kommen. Und, Frau Kollegin Faeser, genau deshalb haben wir als Land den Kommunen bereits vor Wochen angeboten, wenn sie solche Tests machen wollen, dass wir uns zur Hälfte an diesen Kosten beteiligen und aus dem Sondervermögen mitzufinanzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben dem Impfen und dem Testen ist das erfolgreiche Nachverfolgen der Kontakte der dritte zentrale Baustein unserer Strategie. Hierzu habe ich Sie bereits in der letzten Regierungserklärung unter den Stichworten SORMA-System und Luca-App unterrichtet. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen die Auswirkungen der sogenannten Bundesnotbremse, die Weiterentwicklung der hessischen Teststrategie und unsere Beschlüsse und Maßnahmen zum Thema Impfen vorgestellt. Lassen Sie mich zum Schluss auf einen Punkt eingehen, der mir besonders wichtig ist. Wir leben noch immer mitten in der Pandemie. Die Lage ist ernst, und sie wird auch noch einige Zeit andauern. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass man in einem freien Land Menschen auf Dauer nicht mit Verordnungen, Gesetzen und im Falle von deren Nichtbefolgung sozusagen mit der Bereitschaftspolizei quasi zu ihrem Glück zwingen kann. Das wird nicht gelingen. Das wird nur gelingen, wenn die Menschen aus eigener Überzeugung die Maßnahmen für richtig und auch für sie für sinnvoll halten. Für sie, für ihre Familie und für alle anderen. Diese Grundakzeptanz, die braucht es. Und die braucht es natürlich umso mehr, wenn wir darauf schauen, dass die jetzigen Regelungen, wenn die Inzidenzzahlen nicht unter 100 gehen, bis 30. Juni entsprechend gelten, wenn es draußen immer wärmer wird und immer länger hell. Und diese Akzeptanz der Bevölkerung wird man am ehesten erreichen, wenn die Menschen verstehen, was wir tun und warum wir es tun. Und deshalb bin ich auch kein Freund obrigkeitsstaatlicher Attitüde, die den Menschen entweder Angst macht oder sie nach dem Motto, wenn ihr nicht folgt, dann müsst ihr büßen, behandelt. Im Gegenteil, ich setze bewusst auf die Bürgerinnen und Bürger als Partner in der größten Krise unseres Landes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie alle, ungeachtet des Streits um Details, wirken Sie mit, diese zwingend notwendige Grundakzeptanz der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu erhalten. Die allermeisten halten sich an die Regeln. Diejenigen, die sich nicht daran halten, müssen dann auch mit den Mitteln des Ordnungsrechts natürlich die Konsequenzen spüren. Ich bin aber überzeugt, wenn es uns gelingt, diese Grundakzeptanz zu erhalten, dann werden wir auch unsere Gesellschaft beieinander halten. Und es wird uns gelingen, Stück für Stück bald wieder zu unserem gewohnten Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft zurückkehren zu können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das waren jetzt 32,5 Minuten. Das heißt, den Oppositionsfraktionen wachsen jeweils 5 Minuten zu.